So, liebe Leute, es ist Zeit. So, haben wir denn da? So, erstmal nochmal, hallo ihr Lappen, ne? So, haben wir denn hier? Da wieder noch einiges zu lesen, ne? Was haben wir denn hier? So, öffentlicher Test 0.7.4. Kapitäne. So. So, der neueste Testserver geht on. Zwar, ne? Heute. 18:30 Uhr. Ne? Und hört auf, ne? In 4 Tagen, 16 Uhr. Testserver. Nix offizieller Patch schon. Ja. So. Wenn man jetzt Scheiße baut, wird man rosa. Wenn man dauernd Scheiße baut, wird man orange. Ja. Das ist schon mal so die größte Abkürzung. Ja. Und jetzt nochmal das Wichtigste. Wobei kann dann das Schöne passieren? Ne? Einmal, wenn man Schaden an eigenen Leuten macht. Ne? Wenn man Vorzeichen schwupsdiwupsdi macht. Ne? Also nach 2 Minuten denkt, oh, die fahren alle total doof, ich gehe jetzt raus in den Hafen. Und wenn man erst gar nicht losfährt, ne? Es nennt sich dann, wie war der schöne Begriff? AFK. Nee, es heißt nicht AFK. Es heißt AFK, Away from Controller. Heißt nicht irgendwie am Rand rumpemmeln. Damit hat das nichts zu tun. Das heißt damit, wenn man sein Schiff nur reinstellt und gar nicht erst losfährt. So, dafür wird man jetzt mittlerweile auch bestraft, und zwar mit Koop-Battles. Und zwar anscheinend, wenn man orange wird, kriegt man dann auch noch mehr Koop-Battles. Mal sehen, wie das wird. So, das Matchmaking ändert sich. Oh. Ja, gleiche Anzahl Zerstörer der gleichen Stufen. Wollen wir mal abwarten, wie das wird. Da steht jetzt noch nichts dabei, ist jetzt keine 5 Zerstörer mehr pro Seite irgendwie sein werden oder so. Also lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall ist es schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass WG ans Heiligtum des MMs rangeht und mal was versucht zu verändern. Finde ich eine ganz gute Geschichte. Wollen wir mal abwarten, ob es auch wirklich in der Umsetzung dann auch gut wird. So, ne? So, was haben wir denn da? Verbesserung des Systems zur Shift-Aufklärung. Ja, so. Also ich fand es immer ganz nett. Ich konnte mich immer mit den Geschützen immer schon ganz, ganz nett drauf ausrichten, weil ich jemand bin, der auf die Minimap achtet, im Gegensatz zu vielen Leuten, die das nicht tun. Das war schon vorher öfters zu sehen, dass auf der Minimap manche Schiffe schon aufgeploppt sind, bevor sie sichtbar waren. Das wird jetzt versucht zu synchronisieren. Mal sehen, ob sie es schaffen. Die Shima wird gebufft. Okay, kann man ja mal machen, ne? Finde ich jetzt nicht nötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Hipper und die Eugen kriegen Buff, bleiben immer noch scheiße. Sorry, tut mir leid. Die Midway hat jetzt weniger Flieger, 40 Stück an der Zahl. Und zwar hängt das auch zusammen, denke ich mal, mit der Veränderung des Clear Sky Abzeichens. Um das zu erreichen, brauchen wir jetzt in Zukunft nur noch 40. Das nennt sich dann Experte der Luftabwehrgeschütze oder Luftabwehr. Um diese 40 zu erreichen, muss man aber auch immer noch, muss die Mitwehr schon ein bisschen weniger Flieger haben. Das ist logisch. Mal gucken, ob die Mitwehr damit überhaupt noch klarkommt gegen die Hakurie. Die Orion hat man eine schlechtere Sigma gekriegt. Ist zu OP auf Tier 4. Nervt auch auf Tier 4, muss man auch ganz ehrlich sagen. Besondere Auszeichnung für Clangefechte. Ganz nett, wird den einen oder anderen freuen. Die Ranked Battles kommen in der Form anscheinend mit einem neuen, anscheinend neu aussehenden System, was aber anscheinend immer noch das alte ist, was ich ehrlich gesagt Bullshit finde. Und daraus, wem es Spaß macht, gerne, ne? Leider ist dazu zu sagen, dass wahrscheinlich während der Zeit, ja. Ne, wahrscheinlich wieder nicht so gut im Random zu fahren ist. Okay. Man hat jetzt bei den Elite-Captains, wird das jetzt endlich auch mal in der Captain-Skillung angezeigt, es wird höchste Zeit.
Das hat man auch schon vorher gesehen, dass es jetzt grün ist, ist jetzt auch nicht unbedingt was Tolles. Ja, dass man jetzt den potenziellen Schaden sieht, ist gut. Jetzt müsste er noch mehr Einfluss aufs Spiel haben. Dass man den Aufklärungsschaden sieht, auch gut. Müsste nur mehr Einfluss aufs Spiel haben, auf die XP. Hat es nämlich nicht großartig. Habe ich getestet, hat wirklich keinen großartigen Unterschied. Größten XP macht man damit, dass man im Cap den Cap verteidigt oder aus dem Cap rausschießt oder in Schiffe reinschießt, die im Cap sind. Sowas bringt sehr viel XP. Und natürlich dann natürlich auch Schaden und Versenkung. Hier die Erklärung jetzt. König der Lüfte gibt es jetzt nur für CVs, Luftabwehrexperte heißt das Pendant, dann das Pendant für alle anderen Schiffe. Der Hafen für die Kronstadt, die wahrscheinlich dann auch kommen wird, weil sie auch in der Weltgeschichte rumfährt. Aktive Bots im Trainingsraum, frage ich mich, warum die das nicht schon von Anfang an gemacht haben. Dass sie da noch auf Rückmeldungen warten. Die Änderungen sind Nevermind, völlig unwichtig. Also auch hier die Änderung, da die Kante wegzunehmen, finde ich blödsinnig. Also keine Ahnung, ich schaff's da mit einer Yamato durchzukommen. Also noch breiter braucht man die jetzt wirklich nicht zu machen. Ja, neue Flaggen und so. Ne? Und übrigens, ne, Leute, Reparaturkosten sind immer gleich. Ja, also ob ihr sterbt oder ob ihr lebt, sind immer gleich. Ne? Also wenn ihr Reparaturkosten sparen wollt, dann müsst ihr Tiffen fahren. Also Haiti ist immer teuer, Leute. Ne? Das mal nur so dazu gesagt. Und damit, ne, sag ich mal, Happy Birthday und machen wir mal weiter.